Zwei kleine Elfchen fahren heute Motorrad. 7 Tage 7 steht der, wer kommt dann noch sowas? Duschen jeden Tag, muss man nicht. Kennzeichen haben, muss man nicht. Schlafen in einem Bett, muss man nicht. Reichweite haben, das schon. Sie haben kein Geld zum Leben, doch können super kleben. Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, München, das müsst ihr erleben. Nürnberg, Dortmund und auch Köln, schickt, wenn ihr nicht guckt. Zwei Idioten muss man mögen, weil es hat sich juckt. Ja, ja, klar, deswegen müssen wir jetzt los. Viel zu lange geschlafen eigentlich, real talk. Wir fahren insgesamt Fahrzeit 5,5 Stunden. Es ist 11.25 Uhr, heißt, wir haben 3,5 Stunden Puffer. Na dann. Danke, ich sag mir fest, pass auf dich auf, Basti. Dankeschön für die Unterkunft, dankeschön für die Gastfreundlichkeit. Damit herzlich willkommen zurück zu Folge 10 oder zu Folge 11, eins von beiden. Wir sind gerade auf dem Weg nach Nürnberg. Heute ist der allerletzte Tag unserer wundervollen Reise. Ich habe gestern Abend noch Geburtstag gefeiert, weil, ich habe heute Geburtstag, ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade unterwegs zum Bäcker. Wir konnten gerade noch bis 11 Uhr in der Unterkunft chillen. Wir haben unsere Sachen gepackt, das habt ihr ja gerade auch alles gesehen. Und dann ist uns aufgefallen, dass wir einfach bis Leipzig, wenn wir heute durch Nürnberg durchqueren wollen, dann nach Leipzig fahren wollen, wo unsere Unterkunft auf uns wartet, die wir organisiert haben. Ja, da ist uns aufgefallen, dass wir mal 5 Stunden Fahrzeit jetzt vor uns haben, reine Fahrzeit, ohne Pausen, ohne alles. Und wir müssen zu 19 Uhr im besten Fall da sein. Wir müssen uns wirklich heute sputen, wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir sind ja nicht aus Zucker, wa? Sag ich mal immer so. Gibt ja nur Plan A, kein Plan B. Wir holen uns jetzt noch was vom Bäcker, weil wir jetzt noch nichts gefrühstückt haben und wir brauchen was zu essen. Mit dem Geld, wir haben jetzt noch, wie viel haben wir jetzt noch? 30 Euro oder so, glaube ich. Bisschen weniger. Muss durchgucken. Ja, 25 vielleicht. Auf jeden Fall haben wir noch ein bisschen was an Geld. Da werden wir jetzt erstmal was von usen, um hier was zu kaufen. Und werden dann erstmal gleich was essen. Wir waren jetzt gerade einkaufen. 12,35 Euro haben wir bezahlt. Wir haben 3 Schokocroissants, ein normales Croissant und ein Lebersemmel. Wie heißt es hier? Ein Leberkässemmel. Er war sehr korrekt. Ich glaube, er war auch Berliner oder so. Deswegen, weil ich habe gesagt, bitte ein Brötchen. Er hat gesagt, ach, alles gut, bei mir kannst du das sagen, kein Problem, alles klar. Ja, jetzt zählt sie gerade noch das Geld, was wir übrig haben. Mein Plan wäre jetzt gewesen, wir essen jetzt kurz was, danach fahren wir los, wir müssen nämlich noch tanken. Wir sind beide auf einem Balken jeweils, auf beiden Maschinen. Dann machen wir die Maschinen komplett voll und dann fahren wir einfach durch. So, dann ist nämlich der nächste Stopp in Nürnberg. Von Nürnberg aus dann nochmal losfahren, dann machen wir noch einen großen Stopp dazwischen und fahren dann durch nach Leipzig. In der Hoffnung, das klappt heute alles so, ohne maschinelle Probleme, ohne Kennzeichen, die wegfliegen oder sonstiges. Das ist ja natürlich perfekt, weil dann kommen wir rechtzeitig an und in Leipzig treffen wir uns mit der lieben 11,15 Euro haben wir. Okay. 11.15 Uhr sind jetzt auch übrig. In Leipzig treffen wir uns mit der lieben Alexandra. Das war mal eine Zuschauerin von mir. Dann haben wir uns einmal in Berlin getroffen, so aus Zufall. Und seitdem schreiben wir immer mal wieder miteinander. Und die hat gesagt, ey, komm vorbei, ich gebe euch was zu essen aus. Wir gehen zusammen essen, übercool. Und sind heute Abend auf ein Essen eingeladen. Wir versuchen wirklich, dass 19 Uhr klappt. Weil sie meinte, wir sollen uns ein bisschen beeilen. Verstehe ich auch. Mein Rücken tut so weh. Wir haben den Todessonnenbrand hier, um das mal kurz zu zeigen. Ja, Digga, guck mal, er hier hat wirklich auch ordentlich. Das ist geisteskrank und ich habe hier am Arm, ich weiß nicht, ob man sieht, aber ich bin auch komplett für den Arsch. Wir essen jetzt erstmal was und fahren danach los. Ich bin auch heiser. Also körperlich sind wir schon ein bisschen fertig, würde ich sagen. Aber wir sind Hassler. Wir ziehen durch. Es gibt nur Planer. Wir sind gut genährt, haben gut getrunken, gegessen. Wir haben jetzt 2 Stunden 30 auf der Uhr laut Navi. Laut ein Navi, muss man sagen. Verbunden. Da ist wahrscheinlich jetzt der Stau mit einberechnet. 4:26 laut Navi Ankunft. Wir gehen jetzt noch einmal einen Tankstopp machen und versuchen dann wirklich straight up durchzufahren, wenn unsere Tankfüllungen es schaffen. Dass wir dann im Prinzip am besten Fall wirklich 14:30 allerspätestens da sind. Alter, ist das wieder heiß hier in München, Alter. Scheiße, der Bordstein ist zu hoch, Steve. Schaffen wir nicht. Nein, hier vor. Oh doch. Hätten wir. Na? Doch, ja, egal. Wir fahren einfach der Fußgängerin hier hinterher. Auf Belästigungsbasis. Wir sind aus Berlin, sorry. Hey! Bist du bescheuert? Ja, die kriegen ja alle Kulturschock, ich schwöre. Oh ne, wir müssen hier auf der Autobahn eigentlich. Hier auf der Autobahn. Ja, schaffen wir noch. Alles gut. Okay. Du bist heute irgendwie ein bisschen am Sinn. Wir müssen aber auch irgendwo tanken, großer. Autohof müssen wir gucken, ja. Ja, aber ich habe wirklich nur einen Balken, ne? Also ich komme nicht weit. Oh, Füße! Wow! Sorry. Krass, wie viele Motorradfahrer unterwegs sind aber auch hier auf der Autobahn. Ja, ist auch traumhaftes Wetter heute, ey. Guck mal, warte, das ist ADAC. Lol, das ist ADAC auf dem Motorrad, der fährt vor, um zu helfen, glaube ich. Geiler Typ, Digga.
Was ist das denn? Wir müssen da lang. Wir müssen hier lang. Hier lang, sorry. Hier lang. Ja, und ich werde heute wieder jegliche Biome erleben. Hier in München haben wir 32 Grad. Und in Leipzig haben wir 22 Grad, 10 Grad weniger aktuell. Und es soll dort gottlos anfangen zu schiffen. Wir werden heute wieder alles durchleben, Digga, alles. Wenn ich komplett klitschnass in Leipzig ankomme, ist es so. Wir sind jetzt am Tanken. Wir versuchen hier ein bisschen Zeit irgendwie gut zu machen, weil scheinbar alle Autobahnen zugestaut sind, dass uns das Navi komplett über Landstraßen schickt. Laut Navi sind wir 14.24 Uhr da. Wir haben schon ein bisschen Zeit gut gemacht. Aber wir müssen jetzt tanken. Das macht natürlich wieder Zeit weg. Und dann nochmal gleich, wahrscheinlich fahren wir gleich nochmal an den gleichen Autofahrern vorbei, wie wir gerade vorbeigefahren sind. Ja, das Ding ist, heute sind halt wirklich 33 Grad und Digga, bei 33 Grad kann ich wirklich mich, seid mir nicht sauer, ich kann mich nicht in den Stau stellen. An alle Autofahrer, die das sehen, Bruder, ich bin hier schon mit kurzer Hose hochgekrempelt, weil es so gottlos heiß ist, dass ich sterben würde, wenn ich mich nicht bewege. Ja, Digga, dazu kommt noch, wir haben noch einen Rucksack auf, Digga, und der macht mich angenehmer. Ja. Einmal die 1 mit Karte, bitte. Ja. Jetzt noch einen Schluck. Nein, ich will einfach jetzt weiter, ich will durchfahren jetzt. 1,5 Stunden packe ich ohne Trinken. Dann geht's jetzt erstmal los. Weitere 1 Stunde 47, 142 Kilometer im Stau. Wir sehen uns gleich wieder. Mal gucken. Wir sind jetzt in Nürnberg! Wir müssen jetzt aber noch 16 Kilometer fahren. Ja, gerade sind wir am Nürnberg-Schild vorbeigefahren. Ich habe die Kamera erst zu spät angemacht und mein Arsch tut mies weh. Ich schwöre. Steve, seiner auf. Wir sind jetzt wirklich die komplette Zeit, die kompletten 1 Stunde 45, was ihr da gesehen habt, sind wir voll durchgefahren. Also wirklich voll, komplett bis jetzt. Einfach Nürnberg, Digga. Die letzte Stadt der 7 Städte und ich bin komplett K.O. Meine Arme brennen, mein Arsch brennt, meine Schultern brennen. Ich schwitze wie Schweinescheiße. Ich habe auch Riesendurst. Ich muss erstmal richtig was trinken gleich. Du bestimmt auch, oder? Auch. Ich hab Pappmaul. Ist richtig Papp. Ja, fühle ich bei mir auch. Und wir haben einfach noch 3 Stunden vor uns. Ach du Scheiße. Ah ja. Jawohl, 3 Stunden noch. Aber wir packen das. Wer, wenn nicht wir? So. Mein Arsch, ich bin am Ende. Ich bin am Ende, guck dir doch auch die Arme an. Die Arme, bitte. Holy fuck. Wer hat mich verarscht? Ich bin einfach komplett weiß-rot. So eine Scheiße. Da vorne ist er. Die ST Florenz. Ich sag immer ST, das heißt Saint. Saint. ST Florenz. Nein. Saint Florenz. So, schauen wir mal. Versuchen wir mal unser Glück hier vorne. Ja, das wird nichts. Dann nehmen wir nicht die ST Lorenz, sondern fahren jetzt zu Kaiserburg Nürnberg. Und gucken mal da, ob wir da ein besseres Glück haben, weil hier bei der ST Lorenz kommst du gar nicht drauf. Also als Fußgänger schon. Aber wir wollen halt unsere Bikes da vorstellen als Erinnerungsshots. Und das kannst du halt komplett vergessen. Da kommst du nicht mit Motorrad hin. Geh mal Auto hinterher. Wir weißen Auto hinterher. Ich hab's gesehen. Navi spielt Breakdance. Oh, Digga. Navi hat Breakdance gespielt, ich schwöre es. Ja, bringt nichts, wenn du Breakdance spielst und ich fahr schon weiter, Digga. Ich bin Tourist. Hast du mich gesehen, Steve? Ja. Guck mal, eine Porsche. Boah, wow, Digga, GT3 RS. Boah. Ah, hier, warte, hier. Na, hier wäre schon mal gut. Hier könnten wir uns auf die Einfahrt stellen mit dem Ding da im Hintergrund. Das da ist sie. Einfach hier rein. Zum Glück haben wir so viel Schatten hier. Wow. Puh, so. Wir sind in, komm mal noch mit. Wir verfassen noch die Wand einmal an. Das ist für uns jetzt das Wahrzeichen. Scheiß drauf, weil da drüben komme ich nicht ran. Alter, ich kann nicht mehr. Mir ist heiß. Ich hab Durst. Ich bin heiser. Alter. So. Meine Haut, die brennt immer weiter. Aber das ist jetzt eh schon vorbei. Ist eh schon egal. Digga, trag doch den Scheißroller. Kakomi. Wir sind jetzt hier am
Nürnberger Schloss, glaube ich, ist das. Komm, Steve. 1, 2, 3. Oh! Nürnberg. Check! Stadt 7 von 7. Check. Wir müssen, du lebst noch, alles gut. Wir müssen jetzt nur noch gut nach Leipzig kommen, um die letzte Nacht zu überstehen. Und dann müssen wir auch noch nach Hause. Oh, scheiße. Wenigstens statt 7 von 7 abgehakt. Geil. Kleine Elfchen, fahren heute Motorrad. 7 Tage 7 Städte, wer kommt denn auf sowas? Ohne Essen, ohne Trinken, Schnauze, nur paar Viren. Kein Platz zum Schlafen, dort schauen sich hier in Viren. Frische gibt's am Boden, Brötchen, Masse, Lami werden reingeschoben. Müssen nicht hungern, Essen kommt dir zugeflogen.